Okay, wie kriegen wir dich auf? Komm, wir müssen töten. Töten, töten, töten. Ah, okay, die Tür geht wahrscheinlich nur auf, wenn wir irgendwo anders einen Schalter drücken. Also zurück zu dem Glücksrad hier vorne. Und lassen uns nach Norden drehen. Schön. Und perfekt. Hier sind noch eine Raserei und können den jetzt ganz schnell zerlegen. Oder der uns, je nachdem, wer zuerst will. Ja, sauber. Oh, jede Menge Highlander. Und wir sollten mal das Schild wieder in die Hand nehmen. Ihr werdet euch Gegner, die Heiltränke droppen, sind mir immer ganz lieb. Sogar regelmäßig Heiltränke droppen. Ach so, kann das weitergehen? Oh, kein dritter Heiltrank. Ah, ich bin kein bisschen gierig oder so. Oh, kann man noch mehr. Ja, jetzt könnt ihr ruhig alle kommen, solange der Trank noch hält. Wir wollen nicht deinen Kopf, wir wollen deine Heiltränke. Warum läufst du so zickzack? Ah. Aber der hat ganz schön lang gehalten. Dafür, dass wir da noch 4, 5 Stück von haben. Und noch ein Elfenbein-Löwenschlüssel. Hm. Davon haben wir jetzt auch schon 2 oder 3. Aber hier sind nur diese Waffendinge, die wir nicht gebrauchen können, und Betten. Naja, aber 2 Heiltränke gab es, das ist schon mal gut. So, rechts rum. Na komm. Boah, die KI ist manchmal echt. Na gut, schauen wir hier lang. Und ein Affe ohne Berserker. Was? Okay, ich wollte gerade sagen, ein Affe ohne Berserker-Trank und Tornados im Rücken. ETF? Stopp. Erstmal einen Heiltrank trinken, nur für den Fall, dass gleich noch einer von vorne kommt. Nee, hier scheint keiner zu kommen. Aber da und da. Okay, versuchen wir den Affen da reinzulocken. Also hier flog gerade einer lang. Genau der da. Affe, komm. Der Affe trickst uns aus. Jetzt sind nämlich wir in dem Dingens drin. Komm, Affe, komm. Ah, und ich habe mich abgespeichert. Ja, das werde ich jetzt ganz kurz off-camera machen. Also das ganze Gebiet hier nochmal abklappern, das Gebiet soweit es geht abklappern und dann mich hier unten wieder melden, wenn das alles erledigt ist. Mist, Mist, Mist. Also bis dann. So, da wären wir wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier oben das alles soweit aufgedeckt. Das war ja nicht wirklich viel. Hier unten das Stück hatten wir auch schon und hier ist die Kaserne. Da lebt jetzt noch ein Highlander. Den können wir uns gleich mal vornehmen. Bei meinem zweiten Versuch jetzt eben gerade wurde ich hier ganz schön überrannt. Und ich habe noch ein, 2 Sachen dazugelernt. Einmal, man kann den Gegner angreifen, indem man einfach draufklickt, was extrem praktisch ist. Denn dadurch sieht man auch durchgehend seine Lebensanzeige. Und weiß, wann man mal kurz dranbleiben kann, um ihm den Rest zu geben, anstatt zurückzugehen. Das war eine hilfreiche Sache. Und die andere war, dass während man in diesem Blutrausch ist, man nicht zaubern kann. Das könnte uns auch ab und an mal das Genick brechen, wenn wir fast keine Lebenspunkte mehr haben und unbedingt gegen jemanden kämpfen wollen. Also ja, darauf müssen wir auf jeden Fall auch achten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier zu Ende um. Woran sind wir eigentlich genau gestorben das letzte Mal? Das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ich weiß, es hatte mit einem Affen und Wirbelwinden zu tun. Da waren schon mal Wirbelwinde.
viele Wirbelwinde. Und ich... Genau, so wollte ich es ja eigentlich machen. Stirb, stirb, stirb. Schlüssel. Ein kupferner Sonnenschlüssel. Okay. Das ist Schlüsseltyp Nummer 3 in diesem Dungeon. Da ist der Affe. Ja, hier sind wir auf jeden Fall gestorben. Schnell weg. Ich will hier nicht schon wieder sterben. Also diesmal achten wir einfach drauf, dass wir nicht zurückgedrängt werden zu der Stelle, wo die Wirbelwinde lang fuhren. Und einmal kurz eine Heilung probieren. Ja, so viel zu der Idee. Gut, jetzt müssen wir einfach schnell sterben und wir verbraten unsere Heiltränke. Davon haben wir inzwischen ja 1, 2, 3 über. Unseren Vorrat fassen wir nicht an. Den hier hätten wir noch über, aber das müsste so ja auch schon passen. Ist der fast voll. Wir waren ja fast voll. Wir sind nur noch halb voll. Und wir sind gleich tot. Ja. Ist hier noch irgendwo ein Heiltrank? Ja. Boah, diese Affen sind aber auch echt übel. Wenn der jetzt einmal gelandet, dann wird er tot. Oh. Hossa. Okay, weg von den Wirbelwinden, die sind zu laut. Und jetzt heilen wir erstmal Ruhe hoch. Aber hat's gut in sich, der Dungeon hier. Ich meine, schön und gut, dass ein paar von den Heilenden Heiltränke droppen, aber trotzdem. Vor allem diese Kombination aus tödlichen Fallen und Gegnern, die einen in die Ecke drängen, das ist schon gefährlich. So, was haben wir hier? Ihr werdet euch meinen Kopf nicht mehr Heilender. Also keine rollenden Steine, fliegenden Fäuste oder tosende Wirbelwinde, ist schon mal gut. Noch ein Elfenbeinschlüssel, das ist jetzt schon Schlüssel Nummer 4 von der Sorte, oder? Ja. Packen wir die mal alle auf einen Haufen. Dann haben wir hier noch den kupfernen Sonnenschlüssel und Oberschlüssel Nummer 3. Der war aus der Stadt, der Schlüssel, den brauchen wir hier wohl nicht mehr. Da ist die Tröte. Ach, den haben wir schon verbraucht, den Schlüssel. Stimmt. Schon wieder ein Wirbelwind, ich höre da was. Ihr werdet euch meinen Kopf nicht nehmen. Da passt schon mal ein Elfenbeinschlüssel rein. Schön, schön. Und da schauen wir auch gleich einen rein. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass hier nicht aus beiden Türen gleichzeitig die Monster befreit. Oh. Oder man da zwei reinstecken muss? Nee. Ups. Wo kommst du denn her? Okay, gehört hatte ich dich schon, aber ich dachte, du bleibst so schön hinten. Böser Sean Connery. So. Also, die haben nur jeweils die ersten Türen. Hä? Wollen die einen veräppeln? Da ist eine Tür und dahinter ist nichts. Ha. Also wäre das jetzt ein gemeineres Spiel, würde ich sagen, die versuchen einfach nur einem die Schlüssel abzuluxen, damit man nicht alle Türen im Dungeon aufmachen kann. Aber gut, das müssen wir dann erstmal nachprüfen. Bisher haben wir noch keine Stelle gefunden, wo man aus Versehen zu viel verbrauchen kann. Außer das mit dem Gargoyle und der Geisterkugel. Das könnte ja wirklich so sein, dass wir den Geist nicht hätten rufen sollen, bevor wir mit der Kugel unten beim Gargoyle waren. So, jetzt ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Achso, auf der Seite müssen wir auch noch. Dann haben wir unsere Schlüssel alle weg. Und wir können hier... Nee, hier einen Schalter drücken. Okay. Hier ist nirgendwo was aufgegangen. Da unten konnten wir so schon vorher lang, glaube ich. Was hat es mit diesen komischen Türen auf sich, die zu einer anderen Tür führen?
komische Ecke. Na gut, das werden wir so stehen lassen. Oh, hier ist noch ein Schalter. Der war noch für die Tür. Macht er noch irgendwas? Oh, man kann Karten wechseln. Aber der scheint nichts anderes zu machen, außer die Tür. Na gut, dann bleibt nur noch da unten. Und wir müssen rausfinden, wie wir die Tür noch aufkriegen und hinter die Steinblöcke kommen, außer sie zu zerstören. Obwohl so schlimm... Oh. So schlimm wäre das Zerstören ja nicht, denn wir haben davon nur noch zwei. Ja, ich könnte da jetzt versuchen durchzurasen. Einmal getroffen werden könnten wir vielleicht noch. Mal speichere ich erstmal kurz ab, das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Und drück die Daumen. Und go, go, go. Na komm, schnell, schnell, schnell. Na also. Aber wenn ein Gegner kommen sollte, müssen wir uns ganz schnell verpieseln und erstmal in Ruhe irgendwo hochheilen. Oder ein Stein oder eine Falle. Fliegt hier was lang? Nö. Du bist ein komischer Affe mit einem Schutzschild. Warum kämpfst du nicht? Geht nicht. Da ist eine Wand. Ich kann sie nicht sehen. Eine Art unsichtbarer Käfig. Ja, das war der Kriegsherr. Warum fängt der Kriegsherr einen von seinen Leuten ein? Dein Volk kämpft für den Kriegsherrn. Mein Volk. Mein Volk. Sie kämpfen für mich. Bist du ihr Anführer? Ich bin Herrscher und Gefangener. Dann hält man dich als Geisel gefangen, damit dein Volk kämpft. Ja. Und wenn du frei wärst? Wir würden den Kriegsherrn angreifen. Wir würden kämpfen. Ich betrachte dies als eine Abmachung. Und ich werde dich befreien. Also wenn ich der Herrscher eines Volkes wäre und ich gefangen genommen werden würde, warum sollte dann mein ganzes Volk gegen etwas kämpfen, für das ich einstehe? Also das Gute in seinem Fall. Das macht irgendwie keinen Sinn. Na gut, es sind komische Affenmenschen, die dreimal zuschlagen können. Das sollte man nicht weiter hinterfragen. Lord, ich glaube, ich habe den Schlüssel. Er hat die Form einer vertrockneten Hand. Benutze ihn. Mein Volk wartet. Ich kann es führen. Gegen den Kriegsherrn. Hoffen wir mal, dass er nicht das sagt, was wir hören wollen. Wir können jede Art von Hilfe gebrauchen. Ich werde helfen, unsere Feinde zu besiegen. Mehr kann ich nicht verlangen. Möge das Schicksal euer Volk schnell wieder vereinen. Ich wünsche dir Glück und Kraft. Leb wohl. Wir können jede Art... Ich... Mehr möge das... Ich wünsche... Ich hab schon leb wohl gesagt und ich kann nicht weggehen. Na gut, benutzen wir die Hand. Nichts passiert. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Einer deiner Bewacher trug ihn bei sich, Lord. Ist er tot? Ja, leider. Es gab keinen anderen Weg. Gut, nun zum Kriegsherrn. Zum Kriegsherrn. Ist irgendwie buggy. Wir können jede Art... Mehr kann... Möge das schicken... Ich wünsche die... Also ich kann jetzt nur aus dem Dialog raus, indem ich abbrechen drücke. Aber dann ist er immer noch da. Und die Hand ist immer noch im Inventar. Oh. Okay, das erklärt's. Und flupp, er ist einfach weg. Na, das hätten sie auch ein bisschen eleganter lösen können. Aber na gut. Ich pausiere jetzt erstmal, heil uns hoch und dann sehen wir uns gleich wieder.